Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, der vorliegende Antrag Förderung von Waldaufforstungsmaßnahmen wird von uns kurz eingeschätzt, die Richtung stimmt, aber die Umsetzung aus unserer Sicht überhaupt nicht. Und eigentlich, Herr Borschke, hätte ich es erwartet, dass Sie nach den bereits klaren Worten, die der Minister heute früh in der Befragung äußerte, sowohl auf die Frage von Frau Aßmann als dann auch auf Ihre Fragen, dass Sie das Kreuz hätten, Ihren Antrag zurückzuziehen, denn danach hat sich ja eigentlich alles erledigt. Dennoch zum Inhalt einige Worte, vor allem zu den Fakten. Herr Backhaus hat eben gerade gesagt, dem Wald geht's schlecht. Ich hatte mir da eine etwas moderatere Formulierung aufgeschrieben. Der heimische Wald steht im Moment in einer schwierigen Situation. Letztlich ist es das Gleiche. Extremwetterereignisse, Dürre, Sommer 2018. In diesem Jahr gab es auch eine ganze Reihe von Schwierigkeiten, von denen wir überhaupt noch gar nicht absehen können, welche Konsequenzen das hat. Steigendes Waldbrandrisiko, wie hier im Norden, sind deutschlandweit in den Nachrichten gewesen, in Schlagzeilen, die teilweise wie Paukenschläge kamen. Allein 2018 fielen durch Sturm, Trockenheit und Frostschädlinge bundesweit gut 30 Millionen Kubikmeter Schadholz an, und das entspricht etwa der Hälfte des jährlichen Holzeinschlages. Und wenn wir davon ausgehen, dass der jährliche Holzeinschlag in etwa der Regenerationsquote des Waldes entspricht, dann sind wir zu 50% über die Regenerationsquote hinweg, und das jetzt schon das zweite Jahr. Das ist ein ganz, ganz harter Eingriff in das Ökosystem, und wenn dann noch Waldbrände, Mangel an Niederschläge, teilweise auf der anderen Seite sehr heftige Niederschläge, die zu Erosion führen, dazukommen, dann ist das Ganze ein Eingriff ins Ökosystem. Und Fragen wie Klimaschutz, Wasserhaushalt, Kultur und Erholung, alles das, was wir mit dem Wald in Verbindung bringen, werden dann doch in eine Schieflage gebracht. Die Diskussion über die 50 Millionen Tonnen CO2-Bindung, die unser Wald, die unser heimischer Wald als Schwergewicht in der CO2-Senke hier noch auf sich lädt, wird ja eigentlich noch viel, viel deutlicher, wenn wir daran denken, dass neben dem CO2 auch noch die Bindung von Feinstaub eine Rolle spielt. Wir brauchen also eine langfristige Waldstrategie für naturnahe Waldentwicklung. Und das, was da in unserem Land gegenwärtig läuft, ich denke auch gerade an die Aktion des Ministers neulich in Lubmin, das ist genau das, was wir brauchen. Und hier zeigt, dass die Regierung in unserem Sinne und sicherlich auch mit unserer Zustimmung eine vernünftige Strategie fährt. Im Jahr 2010 gab es bereits ein Maßnahmenkonzept zur Anpassung der Wälder Mecklenburg-Vorpommerns an den Klimawandel. Meine Fraktion hatte bereits 2014 eine ganze Sommerklausur zu diesem Thema veranstaltet. Das Waldentwicklungsprogramm 2016 für unser Land liegt auf dem Tisch. Und da sind interessante Ziele benannt, aber wie heute schon erwähnt, die geplanten 1.000 Hektar Aufforstung werden natürlich bei der gegenwärtigen Dynamik nicht erreicht. Man kann jeder für sich auch seinen Beitrag leisten. Ich weiß nicht, wer von Ihnen bereits eine Waldaktie erworben hat. Bei mir hängt sie an der Innenseite der Tür im Dienstzimmer. Und über all den gesetzlichen Rahmenbedingungen steht das Landeswaldgesetz als Grundlage für eine vernünftige Strategie. Meine sehr verehrten Damen und Herren, uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Gerade wenn Ökosysteme kippen, dann ist Handlungsbedarf angesagt. Und deswegen hat sich meine Fraktion beispielsweise ganz im Unterschied zu dem, was uns Herr Borschke hier empfiehlt, dem angeschlossen, was unsere Bundestagsfraktion in einem 5-Punkte-Sofortprogramm zusammengestellt hat, und ich will wenigstens die Überschriften bzw. die Kerngedanken darstellen, damit Sie unsere Position zu diesem Thema zur Kenntnis nehmen können. Erstens wollen wir ein bundesweites einheitliches System von Nothilfefonds, um kurzfristige Waldschäden zu beseitigen. Die Unterstützung insbesondere von Klein- und Kleinstwaldbesitzern steht bei uns dort an erster Stelle. Zweitens geht es nicht nur um nötige Aufforstungen, sondern es geht auch darum, dass das von qualifizierten Leuten durchgeführt wird. Wir brauchen ein bundeseinheitliches Betreuungs-
bundeseinheitliches System gut qualifiziert an gut bezahlter Forstleute und dabei eben auch ein bundeseinheitliches Betreuungs- und Sozialstandardssystem für Beschäftigte in der Forstwirtschaft. Ich denke, Mecklenburg-Vorpommern kann da durchaus als Maßstab gelten, auch wenn wir in der Vergangenheit hierzu mit einem massiven Personalabbau gewissermaßen gegenteilig operiert haben. Drittens braucht es ein neues Waldbrandschutzkonzept, und zwar ein Schutzkonzept, was wirklich all die Möglichkeiten des Schadens oder der Schädigung mit einbezieht. Waldbrände werden in der Regel von Menschen verursacht, egal ob es der weggeworfene Zigarettenstummel ist oder ob das Munitionsreste aus unterschiedlichen Kriegen oder militärischer Nutzung sind. Viertens ist Holz nach wie vor ein wertvoller Rohstoff. Und er wird angesichts der Überwindung der Erdöl-Ära wahrscheinlich wieder in den Mittelpunkt unserer Betrachtung rücken, viel stärker. Aber die Nutzungsstrategie für Holz in der Kaskade von stofflicher Nutzung bis hin zu energetischer Nutzung muss wirklich neu bewertet werden. Und eine verbesserte Nutzung von Altholz ist dabei ambitioniert anzupacken. Und fünftens müssen langfristig Jagd und Waldwirtschaft, und da bin ich sehr dankbar, dass der Minister das eben gerade angesprochen hat, Wald und Wirtschaft und Jagd bei der Naturverjüngung der Wälder, ja, sagen wir ruhig, aufeinander abgestimmt werden. Ein naturgemäßes Waldökosystem ist widerstandsfähiger als irgendeine Monokultur. Wir brauchen dabei standortangepasste Wilddichten, also waldverträgliche Wildbestände. Und Frau Schlupp ist wohl gerade rausgegangen. Ich meine dabei nämlich auch nicht unbedingt einen Hinweis auf den Wolf. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben als Landespartei diesbezüglich einen Beschluss gefasst und diesbezüglich eine Idee aus Israel aufgegriffen, wo vor kurzem unter der Kampagne Jeder Bürger ein Baum, ein Wiederbewaldungsprogramm in die Tat umgesetzt wurde. Und wenn wir das beispielsweise bei uns als Kampagne in unserem Land durchführen, dann hätten wir ja schon fast 1,4 Millionen Bäume auf einen Schlag. Ob man das mit Patenschaften macht oder sonst, ist völlig egal. Wir brauchen auch eine Strategie zur weiteren Begrünung von Städten und Gemeinden. Siedlungsgeografen sprechen, was unsere Städte anbetrifft, schon lange von Kultursteppe, die großen Flächen ohne wirklich sinnvolle Nutzung, aber zwar grün, weil nämlich Rasen helfen uns an dieser Stelle überhaupt nicht weiter. Es gibt dann noch eine ganze Reihe von anderen Punkten, die ich auflisten könnte, aber was sonst so im außerparlamentarischen Bereich zu tun ist, sollte jeder für sich selber entwickeln. Als Resümee, insbesondere als ganz konkrete Antwort auf den Antrag, der hier vorliegt. Der Vorschlag geht, wie ich schon sagte, in die richtige Richtung, aber zielt ausschließlich auf die Förderung von privaten beziehungsweise insbesondere von privaten Waldbesitzern. Hier ist der Bund, hier ist das Land mit seinen Staatsforsten eher Ansprechpartner unsererseits und deswegen können wir dem nicht zustimmen. Heute früh bei einer Zusatzfrage, und da war ich auch sehr dankbar, dass dieses Thema mit angerührt wurde, sprach der Minister genau wie vorhin nochmal das Thema der Bedeutung der Wälder im globalen Maßstab an. Ich will jetzt nicht alle die Wälder aufzählen, die gegenwärtig gerade brennen. Aber meine Damen und Herren, auch wenn hier öfter mal die bevölkerungspolitischen Fragestellungen angesprochen worden sind, wir müssen uns im Klaren darüber sein, dass angesichts der globalen Entwicklung, wo gegenwärtig jedes Jahr so viele Menschen dazukommen, wie in Deutschland leben, das heißt alle 12,5 Jahre 1 Milliarde, dass das einen gewaltigen Druck auf agrarisch nutzbare Flächen ausübt und die Begehrlichkeit dabei, Waldflächen in Agrarflächen umzuwandeln, ist besonders groß. Und in dem Zusammenhang sollten wir auch mal daran denken, dass vor 800 Jahren dieser Raum, in dem wir uns hier bewegen, unser Kulturraum, der Kulturraum Mecklenburg-Vorpommerns,
der heute zusammen mit Schleswig-Holstein zusammen der am geringsten bewaldete Raum Deutschlands ist, fast ausschließlich aus Waldflächen bestand. Das heißt, wir haben ja auch gewaltige ökologische Veränderungen in den letzten 800 Jahren hinter uns gebracht. Und in diesen historischen Dimensionen gedacht, ist natürlich das, was gegenwärtig passiert, mit der ungeheuren Dynamik ganz anders zu bewerten. Es gibt keine einfachen Antworten auf komplexe Probleme. Aber was den Wald anbetrifft, gibt es eine einfache Lösung. Bäume pflanzen. Dankeschön.